So, hallo werte Panzerfahrer. Heute mal wieder ein anderes Video aus meinem Bereich Rufen erklärt. Und zwar geht es mir um ein Thema, was das Light Matchmaking in einer gewissen Weise betrifft. Wie man hier sieht, wir sind auf Gletscher 357 und wir haben vier Lights. Mir ist in letzter Zeit schon aufgefallen, dass teilweise das Light Matchmaking schwierig ist. Du hast Matches wie das, wo du dann auf Karten hast, wo du dann vier Lights hast. Teilweise hast du es auch auf Stadtkarten oder ja, einfach auf Karten, wo du mit vier Lights nicht vernünftig arbeiten kannst. Und dir, das wird man auch in dem Video sehen, im Weg umgehst. Und dann hast du wieder Maps wie Pororowka oder Malinowka, wo du dann einen hast. Oder gar keinen. Was ich letztens auch hatte, mit dem Heavy, ich glaube mit dem Sümmner, also mit dem T29, kommst du auf Malinowka raus und hast gar keinen Scout. Und dann wird das zur brutalsten Camper-Map. Dann hast du nicht mal Arti. So, wenn du dann keinen Mate hast, der die Aufgabe übernimmt, hast du, das ist dann nur noch Camperei. Und das ist dann irgendwo in einer gewissen Weise auch störend, finde ich zumindest. Dann hier hast du 8 Lights, wenn du beide Teams zusammenrechnest. Und dann hast du wieder Maps, wo du gar keinen hast. Und du, wenn du dann keine Mates hast, die die Aufgaben übernehmen, die vielleicht auch nicht die Sichtweite haben, weil sie noch nicht eine gute Crew haben, Zubehör drin haben oder sowas, oder sich auch nicht trauen oder nicht wollen vorzufahren, dass sie halt nicht aufgehen und sofort zerschossen werden, wenn sie zum Beispiel keine Lampe oder sowas drauf haben. Und das möchte ich mal anhand von dem Beispiel, zumindest jetzt mit, wo ich mit dem VK unterwegs war, zeigen, dass man sich da echt in den Weg umgeht. Und du hast auf Gletscher paar Ecken, wie jetzt von mir aus gesehen oben die Ecke, A, B, 1, 2, 3, wo die Heavys sind, da kannst du als Scout meines Erachtens nicht vernünftig wirken. Ich habe da schon Scouts gesehen, wenn ich mit dem Heavy oder so unterwegs war, und die gehen einfach dann irgendwann baden, weil es einfach zu eng ist. Du hast da nicht so den Platz, um vernünftig zu wirken. So. Und in der Mitte sind dann meistens die Scouts umeinander, so wo ich jetzt auch hinfahre, zusammen mit dem AMX. So. Ich fahre dann da hier in die Mitte, um zu schauen, was drüben ist. Da hinten ist dann Heavy und Nate, Schriftwagen. Ich bin auch, ich habe jetzt nur die Lampe. So, jetzt kommt leider der LTG noch dazu. Bist du hier auf dem Mitteleck zu dritt, und jetzt hast du nämlich schon, halt jetzt gerade gesehen, dass wir uns fast in die Quere gekommen wären. So. So, jetzt ist der erste schon raus. Und du da hinten noch weiter scouten, um da was zu sehen. Kann zwar ein bisschen was sehen, aber du bist hier zu dritt und das ist eigentlich. Ja, es geht noch, gehst du nicht so arg im Weg rum, aber ich finde es schon ziemlich grenzwertig. Also, weil du dann einfach die auch gegenseitig die Aufklärung wegnimmst. Du kommst natürlich dann auch nicht auf eine wirklich vernünftige Sportleistung, und dafür ist einfach ein Light gebaut. Aber wenn du dich halt einfach hier mit drei, vier Lights umeinander bist, nimmst du dir gegenseitig den Spot Damage weg. Bin dann hier rüber gefahren, da haben wir schon eine Situation, der LTG versucht dann, ist dann vorgefahren, hat gespottet, wahrscheinlich ist dann wieder zurückgefahren, um nicht einen Schuss abzukriegen. Ich habe das rechtzeitig zum Glück gesehen und konnten dann ausweichen, aber das ist das, was sie meinen. Und klar, man hätte sicherlich einer da hoch auf das Plateau fahren können, auf den zerstörtes Schiff. Aber hat ja am Anfang gleich gesehen, wie viel da hinten stehst, beim Gegner in der Basis. Da kriegst du, wie ich mit meinen 600 HP, zwei, drei Schüsse ab, dann bist du tot. Und beim LTG ist es auch nicht wie anders. Okay, der ist noch kleiner, du triffst vielleicht noch eher nicht, wie bei mir. Aber du gehst dir
im Endeffekt im Weg um. Mal weiter. Die stehen da hinten und kämpfen sich einen tot. Da kommt jetzt dann die E25. Ja, okay, unser Leopard sehe ich gerade, der kämpft auch in der Base rum, ist auch jetzt nicht so prickelnd, aber klar, im Lot hier ist natürlich auch schwieriger für so einen Low-Scout. Ja, die E25 kriegt jetzt von allen Seiten. Also das war jetzt von ihm auch nicht so prickelnd, aber okay. Aber wir haben schon einen Scout verloren, der AMX, der ist hier oben dann draufgegangen. Der andere steht in der Base und ich in der LTG machen die Arbeit, ist ja vollkommen okay. Aber an sich ist das einer zu viel. Da hättest du lieber den einen Scout weniger und den in einem anderen Match, wo du es eigentlich brauchen könntest, ist gerade wenn du einen offenen Map hast oder sowas. Das ist halt das, was ich einfach meine. Du nimmst dir halt gegenseitig Spot Damage. Ich habe jetzt 200, 300 Spot Damage. Klar, muss das Team natürlich auch drauf wirken, ist logisch, aber du nimmst dir in einer gewissen Weise gegenseitig den Spot Damage weg. Und wenn du halt Missionen machst, so wie ich das ja auch mache, Kampagnenmissionen, was willst du denn machen dann als Light? Dann musst du 1000 Spot Damage oder sowas haben, dann hast du so eine Runde. Klar, wirst du auch mal Runden haben, selbst wenn du alleine bist oder zu zweit bist, wo du das auch nicht zusammenbringst. Aber wieso müssen es meines Erachtens 4 Lights auf so einer Map? Klar, die ist offen, aber trotzdem gehst du irgendwo in einer gewissen Weise den Weg um. Und du hast halt auch im Gegenzug teilweise auf Stadtkarten, dass du zu viert bist. Und dann hast du wieder offene Karten wie Malinowka und Pororowka, wo du dann einfach gar keinen hast. Und dann als Heavy dastehst und eigentlich nicht wirklich viel machen kannst, selbst wenn du eine Sichtweite hast. Und wenn du halt keine hast, dann hast du noch mehr verloren. Also wenn dann kein Med die Arbeit übernimmt, ist halt rum. Und das finde ich halt in der Thematik rund um Matchmaking und AT-Matchmaking, ob 3 ATs oder ATs abschaffen oder sonstiges, sollte man vielleicht auch überlegen, dass man halt zumindest in den Stufen ab 6 aufwärts oder meinetwegen auch ab 5 aufwärts, ja, wenigstens eine Mindestanzahl von 1 oder 2 Light hast, dass du wenigstens gerade auf offenen Karten eine Möglichkeit hast, Gegner zu spotten, weil sonst wird es noch mehr zur Camperei und das bringt dir dann auch nichts, weil dann man hat eh schon genug teilweise Camperei und wenn du halt einfach gar keine Scouts hast, dann wird das auch besser und das meine ich halt einfach damit. Und es ist halt einfach sollte man vielleicht mal überlegen. Es war zwar jetzt dann die Runde rum, nach knapp über 5 Minuten. Ich habe 500 Schaden und 1100 Spot. Und 3 Kills. Es war für mich persönlich eine gute Runde. Oder relativ gute Runde. Ich habe mir die Stats von dem LTG angeschaut, weil der Leo hat nicht so arg viel gemacht, der AMX schon auch, der hat was getan. Aber die haben 300-400 Spot Damage. Und das ist, weiß nicht, das ist, finde ich schwierig. Ich meine, du kannst auf der Karte hauptsächlich in der Mitte wirken. Da rechts oben an dem Bergpass, ja, kannst du auch als Light, aber es ist teilweise so, wenn da oben 3-4 Mates sind, dann bist du halt auch gleich raus. Habe ich auch schon erlebt. Als Light, genauso wie als Med, fährst als Med da hoch, kommt dir Light entgegen, dann hast du selber ein Team, was mitdenkt, und ist dann Light in 0, nix runter geschossen. Ich bin auch als Light da hochgefahren, weil in der Mitte halt voll war. Er dachte, hilfst du da oben? Ja, dann ist dann da oben ein Jagdpanzer, der gibt dir eine Shell, eine ISU oder sowas, und dann bist du, oder eine SU mit HE, 102, also SU 152 mit HE. Da bist du mit 600 HP auch gleich weg. Und also hast eigentlich bloß die Mitte, plus dann so den Seitbereich, der oberhalb ist, wo die Gebäude sind, da vorne. Aber sonst hast du eigentlich auf der Map nur die Mitte und dann wird es echt schwierig. Und auf anderen Maps wie die Stadtkarten, wie Ruinberg oder Himmelsdorf,
Wobei Rubinberg noch eher geht, weil du da einen Teil der Karte offen hast. Aber Himmelsdorf habe ich auch schon mit vier Lights erlebt. Und dann, da sind zwei oben auf dem Hügel, eine unten in der Mitte, eine an der Gleise. Aber trotzdem kannst du nicht wirklich vernünftig arbeiten. Und das ist halt einfach, da werden zwei Lights würden auch ausreichen, weil oben auf dem Hügel fahren eh mit die mit, meistens mit. Und ja, das ist, finde ich, von der Aufteilung her, vom Matchmaking-System einfach suboptimal. Und wenn du halt dann, wie gesagt, Karten hast, wie Malinowka oder Pokorowka, und du hast dann gar keine Scouts, und hast dann keine Mates, die das übernehmen können oder wollen, das ist dann ein anderes Thema. Dann hast du einfach, dann, wenn du dann Heavy fährst oder sowas, oder auch Jagdpanzer, keine Chance, Arti das gleiche. Und das, finde ich, sollte man halt vielleicht mal irgendwie auch diskutieren in dem ganzen Zusammenhang rund um Matchmaking etc. pp., weil das ist halt einfach auch so ein Thema, was mir die letzte Zeit aufgefallen ist. Deswegen mache ich das Video. Und wer eine andere oder die gleiche Meinung hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Also ich bin für jede Diskussion da offen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.